Wo war letzte Woche Frontzeit? Hab ja gesagt, ich hatte jetzt Geburtstag und zeitlich einfach keine Zeit. Ja, aber hättest ja unter der Woche auch was machen können, hattest ja Urlaub. Nee, denn da habe ich ja meinem Hintergrund gebastelt, bin ich ja schon so gut wie fertig. Zeig ihn nochmal. Ja, lass mich noch schnell fertig trinken. Ich will ihn aber jetzt sehen. Mann, Alter, wart doch. Zeig ihn mir. Geh mir nicht auf den Sack jetzt. Endlich wieder Frontside. Ja, ich hab's echt vermisst. Und wie man sieht, mit neuem Hintergrund. Wird aber alles noch ein bisschen breiter, aber das kommt jetzt mit der Zeit. Und jetzt legen wir los mit den News. Im Herbst und auch im Winter kommen wahnsinnig geile und wahrscheinlich auch gute Spiele raus. Da haben wir Metal Gear Solid 5, Fallout 4, Rainbow Six Siege, Star Wars Battlefront und. Bis auf Metal Gear braucht man einfach eine Current-Gen-Konsole, weil sie für die Vorgänge nicht mehr produziert werden. Man könnte sie ja einfach kaufen, aber was ist, wenn man keine Kohle mehr auf dem Konto hat? Du sie aber unbedingt willst. Eine Option gibt es, die würde ich auch keinem raten. Du gehst zum nächsten Elektrohändler und klaust sie einfach. Das hat auch der 36-jährige Christopher Carroll aus Florida versucht. Nur seine Taktik ging halt nicht auf. Er wollte die PS4 mit ein paar Zubehörteilen mitgehen lassen. Dann fiel ihm aber auf, die ist ja verdammt groß. So einfach in die Hose packen funktioniert ja nicht. Oder doch? Richtig gehört, der junge Herr versuchte die Konsole in seine Hose zu packen und wurde wie durch ein Wunder dabei enttarnt. Busted! Da frage ich mich aber, was für eine Hose hatte der an, um die da zu transportieren, denn bei einer Jeans ist da unten nicht mehr viel Platz. Also bei mir. Angeber! Vielleicht arbeitete er auch als Clown und hatte so eine Überhose an, aber das glaube ich selber nicht. Für die Securities muss das schon ziemlich lustig gewesen sein, wenn da so ein Typ vorbeikommt mit einer Playsee in der Hose. Warte mal, was hast du in deinem T-Shirt? Ey! Also lieber sparen und es sich dann kaufen, denn dumme Ideen können auch in die Hose gehen. Und wenn wir schon bei Diebstählen sind, Microsoft will es den bösen Jungs anscheinend ein wenig einfacher machen. Denn wenn man die One mit der PS4 vergleicht, ist die erstere schon einen Tacken größer. Aktuell soll in Planung sein, eine Xbox One Mini rauszubringen. Die soll zur Standardversion, wie der Name auch schon sagt, kleiner sein und auch kein Laufwerk mehr besitzen. Sprich, du kannst dir die Spiele nur noch über den Xbox Store holen. Das behauptet ein chinesischer Blog, die angeblich eine Version vorliegen haben. In dem Blog steht, dass die Mini-Xbox von der Größe her nur noch eine Drittel Xbox One sein soll und wie schon erwähnt, das Blu-ray-Laufwerk entfernt worden ist. Ob es auch in der Hardware kleine Änderungen gibt, wurde nicht erwähnt, denn mittlerweile wurde der Blog schon wieder vom Netz genommen. Ob das wirklich alles so stimmt, werden wir vielleicht bald sehen, denn die hatten ja angeblich schon eine Version. Würdet ihr euch so eine Konsole holen oder seid ihr wie ich mehr der Sammler, die lieber das Spiel in der Hand halten? Rein in die Kommentare. Letzte Woche ist ein Dokument aufgetaucht, was zeigt, dass sich Red Dead Redemption mittlerweile 14 Millionen Mal verkauft hat. Das DLC Undead Nightmare war aber auch ein kommerzieller Erfolg. Da sag ich schon mal Glückwunsch und hier mit dem zweiten Teil. Konami und der Kopf von Metal Gear Solid, Hideo Kojima, verstehen sich momentan ja nicht so gut und Konami hat ja so gut wie alles weggetan, was mit dem Mann zu tun hat. Nur die Fans wissen, wer den fünften Teil gemacht hat und haben deswegen jetzt eine VHS-Boxart erstellt, was man sich ausdrucken kann, wo sein Name noch drin vorkommt. Und das sieht echt geil aus. Der YouTuber Manny, a True Nerd, hat es geschafft, Fallout New Vegas ohne Heilung und Regeneration durchzuspielen. Welche Stufe er benutzt hat, weiß ich jetzt leider nicht, aber was zur verdammten Hölle. In Asien gibt es einen Spielautomaten, der ja sowas von boomt. Sein Name ist Poken, das ist Tekken nur mit Pokémons. Und das soll so erfolgreich sein, dass es im Frühjahr 2016 weltweit für die Wii U erscheint. Ich gehe schon mal vorbestellen.
Und jetzt eine bittere Nachricht. Der Oktober wird nicht der Oktober, den viele gerne hätten. Denn Rainbow Six Siege wurde jetzt offiziell auf den 1. Dezember verschoben. So, ich habe mich jetzt wieder einigermaßen beruhigt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben oder lasst ein bisschen Kritik da, das würde mir wahnsinnig helfen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, da unten ist ein Kanal, der heißt Bunze Bunze, da kommt jetzt wirklich bald mehr Stuff dazu und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin eine wunderschöne Woche und bis dann. Also, tschüssi!